Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal in unserer neuen, in unserem neuen Vorort unterwegs. Und genau, waren uns weiter am Ausbreiten hier. Ihr seht, hier sind die Gebäude hier, die sind schon ziemlich, die sind schon mittelhoch, ja, muss ich sagen. Aber wir brauchen noch mehr Einwohner. Deswegen. Nee, das ist nur die Supportstadt. Genau deswegen würde ich es jetzt vorschlagen, dass wir hier einfach mal weitermachen. Genau. 5, 6, 1 weiter. So. Und ja, einfach zusehen, wie diese Stadt hier weiter wächst. Deswegen. Wir brauchen nämlich irgendwann auch mal wieder neue Schulen hier. So. Deswegen würde ich einfach jetzt nochmal paar Wohngebiete hochziehen. Einfach damit wir mehr Geld reinkriegen für die neuen Schulen. Wasser reicht noch genau. Das ist echt, echt cool. So, genau. Wir hatten ja unsere mittleren Wohngebiete hier. Genau. Schaut euch das an. Da kommen sie direkt hier eingezogen. Damit wir einfach unsere Regionsbevölkerung weiter ausbauen, weil es hängt auch in der Hauptstadt echt krass davon ab, wie viele Einwohner wir in der Region haben, ob das Wachstum gesund ist. Das sage ich jetzt einfach mal. Und deshalb mache ich ja den ganzen Kram hier mit dem Vorort. Und ich müsste jetzt mal gucken nach der aber nichts. Bildung. Genau, und die sind, genau, die neuen Wohngebiete, die sind halt noch nicht angebunden an der Bildung, aber alles andere. Da müssen wir einfach abwarten. Genau, und wir brauchen nach wie vor einen Haufen neue Bewohner. Das ist, finde ich richtig krass, dass wir so viele Bürger brauchen hier. Mach mal den Bäume-Trick. Wir pflanzen hier Bäume und die bauen einfach hier die Hochhäuser. Ja, finde ich gut. Oh, schau mal, was kommt da? Sind das wieder so... Ah, das sind wieder diese... Die hier. Das ist natürlich schön asiatischer Style. Oh, hier wird es gerade ziemlich dunkel drin. Auf einmal? Ja gut, wie viel Uhr ist denn? Wie viel Uhr ist denn? 20 nach 8. Okay, geht eigentlich noch. Sollte eigentlich doch nicht so dunkel sein. Was ist hier los? So, dann haben wir wieder genug Fluss. Dann können wir hier die Bildung nochmal hochschrauben. Genau. Und dann einfach mal abwarten. Ja, wie sich das hier entwickelt. Wir sind bei 48.000 Einwohnern. Das ist natürlich schon top. Und die Schulen, das ist die Reichweite von den Schulen im Prinzip. Nein, bitte kein Stadion. Ah, wartet mal. Wir brauchen noch Bücherei. Bücherei brauchen wir noch, weil ich glaube, diese Leute, Altersdurchschnitt, die sind ein bisschen älter, ne? Ja, genau, die sind älter. Die wollen eine Bücherei haben. Deshalb, oh Gott, ist der Bereich klein. Der Bereich ist klein. Wo machen wir am besten jetzt die Bücher? Am besten, ja, hier so hin. Warum denn nicht? Oh, oh Gott, wer streikt hier wieder? Der Band, die Mediziner. Ah, das wird wieder Kostenpunkt ein bisschen zu krass. Verdammt. Ich muss die Bildung wieder runterschrauben und eine neue Arztpraxis eröffnen. Alles klar. Machen wir am besten auch so mittig. Am besten, ja, hier hin. Genau. Genau, und schon kommen sie wieder an. Na, jetzt, wo das Gesundheitssystem wieder besser geworden ist, kommen die Bürger wieder an. Das finde ich gut. So, die Bildung passt auch. Und ihr seht, hier ist wieder Gewerbenachfrage, ne? Sehr, sehr gut. Aber wir müssen tatsächlich auf die Finanzen achten.
Für Ordnung, für Luftreinheit müssen wir vielleicht. Ja, oder mach mal Glücksspiellegalisierung, komm. Soll zwar Kriminelle anziehen, aber. Oh ja, schau euch das an. Die ist viel Kriminalität tatsächlich. Ist aber in Ordnung. Oder mach mal das Glücksspiel wieder weg. Stadtverordnung. Mach mal das Glücksspiel wieder weg und guck jetzt mal die Kriminalität. Ja, wird bisschen weniger. Bisschen. Zwar nicht viel und wir verlieren so viel Geld. Wartet mal, wir verlieren so viel Geld. Die Bildung ist mal ein bisschen runter. Erstmal, Freunde, erstmal. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gut geht soweit. Mir geht es nach wie vor sehr gut. Ich nehme das an einem, ich sag das in jeder Folge, wann ich, an welchem Tag ich das aufnehme. Ich muss das mal ändern. Einfach nur irgendwas zu sagen, sage ich das. Ja, das ist ein bisschen doof. Ach, weil man hier in diesem Spiel auch einfach so schön quatschen kann. Das ist einfach so schön, schön ruhig und friedlich. Fernab von allen Nachrichten, die da draußen rumgeistern. Ich meine, wenn man sich nur die Nachrichten gibt, dann wird man ja verrückt. Ja, und deswegen, ja, muss man sich einfach mal ein bisschen ablenken, finde ich. Aber ich halte es jetzt so zusammen, das ist best, das ist angenehmer auf jeden Fall. So, genau. So, hier, zack. Genau, und dann können die neuen Bewohner jetzt wieder einziehen. Wenn sie denn kommen. Wenn sie denn kommen. So, Parks. 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 Ja, ein paar. Ein paar, so. Ja, okay, wunderbar. Das heißt, wir sind genau jetzt wieder im Plus. Brauchen aber noch mehr Parks, habe ich das Gefühl. Na? Ach, oder wir brauchen mehr neue Systeme wieder. Wobei, ein Krankenhaus haben sie ja. Krankenhaus haben sie ja. Polizei? Bin ich unschlüssig, weil das auch viel kostet. Ne? Feuerwache? Feuerwache kann es gut sein, ne? Ja, guck mal. Die Feuerwache. Ach, jetzt die Lehrer. Jetzt kommen die Lehrer wieder an. Oder ich muss die Steuern erhöhen. Das wäre blöd. Oh, Hightech-Industrie. Schaut mal, wir brauchen tatsächlich Hightech-Industrie. Wow. Okay. Ich weiß, wir haben wieder mehr Kosten. Oh, ein Fußballfeld. So, einfach hier hin. So. Aber das bringt nichts. Irgendwie kommen hier keine Leute hin. Warum auch immer. Kommen nicht so viele Leute hin, sag mal. 30, ja, das ist jetzt nicht. Warum ist das verlassen, sagt mal. Geringe Attraktivität? Das heißt, wir brauchen mehr Grünflächen, oder wie? Ah! Alles klar, wir brauchen mehr Grünflächen. Die wollen noch mehr Parks haben hier. Gut, aber der Rest funktioniert ja. Oh, der Rest funktioniert sehr gut. Ist das hier wieder so ein. Ah, wieder noch eins hiervon. Das ist gut, ja. Die bringen nämlich viel Geld ein, die Gebäude. Genau, wir brauchen tatsächlich dann auch wieder mehr Parks hier. Okay. Das wollen die also haben. Jetzt verstehe ich das. Stadtbudget. Verdammt. So. Die wollen Parks haben. Die kosten aber auch viel, ne? Die Lehrer. Ja, okay.
Okay. Dann machen wir den mal eine Reihe von voller Parks hier hin. Ja, schaut euch das an. Die brauchen einfach Parks. Militärstützpunkt. Jo, nehme ich. Nehme ich. alles, was dem Budget hilft, nehme ich. So. Dann haben wir noch weitere Sachen, ne, die dem Budget helfen. Wir hatten auch noch das Bundesgefängnis. Ach, guck mal, wir haben doch eine Privatschule. Stimmt. Okay, die werde ich dann hier hinsetzen. So. Kein Büffel ohne neue Schule. Ah, noch eine Schule. Cool. Ah ja. So, jetzt geht's voran, Freunde. Jetzt geht es voran. Ach, wieder hier vorne. Hier werde ich dann auch noch ein großes Polizeirevier hinbauen. Damit das mal aufhört. Panzer! Nein, danke. Panzertrainingsmission. Was? Ah, die Lehrer. Ja. Ist doch okay. Ihr mit euren Kosten. Ich weiß, dass ich ein bisschen sparsam bin, aber was soll ich machen? Wir brauchen das Geld. Guckt euch mal die, die Finanzen an. So. Wartet mal, wenn wir Luxuspolizeireviere bauen. Anzahl der Zellen. Wozu brauchen wir dann ein städtisches Gefängnis? Jetzt mal ehrlich. Ja gut, ist jetzt erstmal egal. Ich kann die Bildung nicht hochschrauben, Leute. Es tut mir leid. Wir sind nur ganz knapp im Plus. So, dann probieren wir das doch einfach. Obwohl, ich müsste eigentlich hier weiterbauen, ne? Weil wir haben Bildung. Museum brauchen wir auch noch. Oh. Ja, okay, aber das passt. Maxenstadt sehnt sich nach Saft. Mach mal langsam. Dann würde ich vorschlagen, das machen wir einfach nochmal neue Wohngebiete hin. Es ist gerade echt dunkel hier, ey. Ich müsste eigentlich mal kurz Licht anmachen, aber dann müsste ich euch kurz verlassen. Das wäre blöd. Deswegen mache ich das einfach. Gut. Ich baue einfach weiter. Also das ist jetzt... Angriff ist die beste Verteidigung, würde ich sagen. Dass wir hier einfach neue Gebiete hochziehen. Koste es, was es wolle. Ach, verdammt. Verdammt, das nervt mich schon ein bisschen. Dass wir hier, immer diesen Bug haben. So. Ozone ist zu groß. Gott, wir haben kein Geld mehr. Uff, wir haben echt kein Geld mehr. Oh Mann. So, speicher das mal bitte. Nicht, dass wir hier echt pleite gehen oder so. Wartet mal, können wir jetzt zufällig hier das Bundesgefängnis bauen? Nein. Aber wir können einige andere Sachen bauen. Aber erstmal bitte einziehen. Schwerer Schlag für Stadtbudget. Ja, da ist es, Gefängnis. Alles klar. Warte es hier hin. So. Brauchen wir ja auch kein städtisches Gefängnis mehr. Naja, gut, aber es kostet ja nichts. Ja. Okay. Wie viele Insassen? 76, 78. Ui. Ja, Geld im Stadttresor. So, wunderbar. Die Lehrer wieder. Und wir brauchen Energie. Dann mach mal bitte 6. Ach du Kacke! Der ganze Aufschwung kostet nur Energie. Eieiei. So, dann würde ich vorschlagen, versuche ich nochmal hier meinen Baumtrick. Das war hier großflächig Bäume pflanzen. So. Alles klar, schaut euch das an. Ja, das. Oh, das ist Wachstum. Krass. Das ist echt Wachstum. So, dann brauchen wir jetzt Nachbarschaftshandel. Wasser. Und Müll exportieren. Oha. Ja.
Genau, so. Ja, perfekt. So muss das laufen, Freunde. Stadtviertel vom Virus befallen. Wenn es nur ein Stadtviertel ist, ich meine, wir sind ja Schlimmeres gewohnt, ne? Okay. Dann Bäume pflanzen. Und krass, wie sie hier tatsächlich alles neu aufbauen. Das ist so übertrieben. Nur wegen Bäumen. So. Aber gut, die wollen halt alle eine grüne Lunge haben, deswegen. Ja, passt das doch. Es ist doch wie gesagt nur ein Vorort. Ne? Nur ein Vorort für unsere Hauptstadt im Prinzip. Gesundheit und Bildung. Die Bildung ist so heftig, sag ich euch. Heftig teuer tatsächlich. Tschick, tschick. Geile Musik. Tschick, tschick. So. Wir pflanzen mal weiter. Mal gucken, ob jetzt hier noch irgendwas aus dem Boden gesprossen kommt, tatsächlich. Ein paar, ja, ein paar viele Gebäude, würde ich sagen. So viele, dass wir Strom von den Nachbarn brauchen. Nachbarschaftshandel, Energie, 7000 Watt. So, genau. Ja. Und dann Feuerwache habe ich, glaube ich. Wartet mal, die Landebahn. Bringt jetzt auch nicht so viel mehr als eine normale Feuerwache, ne? Wir brauchen Hightech-Industrie. Okay. Dann würde ich mal Hightech-Industrie bauen. Am besten eine Nachbarstadt. Eine komplett neue, oder? Das ist ja unser zweiter Vorort. Das ist ja unsere Hauptstadt, ne? Wo wir wachsen wollen. Dann machen wir hier mal noch eine Stadt für Hightech-Industrie. So, schaue ich das an. Schön viele Verbindungen. Sehr gut. Und dann können wir direkt loslegen hier mit der Hightech-Industrie. Wunderbar. Das Kraftwerk natürlich schön weit weg bauen, ne? Ist klar. Auch das Müllkraftwerk. Weil wir, wie ihr in einer der letzten Folgen schon gesehen habt, Hightech-Industrie hasst Kraftwerke. Wirklich. Und Hightech-Industrie hasst auch Müll. Also von daher wissen wir da gut und ja, schön weit entfernt von Kraftwerken unsere Hightech-Industrie aufbauen lassen. So, dann Energie. Verbinden. Zack, und hier, los geht's. So. Genau so. Dann sollten jetzt eigentlich auch schon die ersten Betriebe kommen. Oder die wollen wieder Parks haben. Ah, komm schon. Oder wollen die jetzt echt Parks haben? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Oder brauchen die einfach lange? Warte mal, noch ein Steuersatz. Die wollen Parks haben. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Die wollen alle Parks haben. Was stellt ihr euch so an? Ist mal echt. Die stellen sich an. Schaut euch das an. Nur weil da keine Parks waren. Na gut. Die sind halt ein bisschen wählerisch, ne? Ist halt so. Oder warte mal. Sollen wir einfach unseren Bäumetrick nehmen? Wir können einfach unseren Bäumetrick hier nehmen. Oder? Ja, schon. Schon. Okay, wunderbar. Die Industrie kommt und sie ist gedeckt. Sehr gut. Ich schau mal spaßigshalber in unsere Hauptstadt rein. Mal gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt. Nachdem wir jetzt ein bisschen was außenrum gebaut haben. Ihr seht das nämlich, ne? Die Gebäude sind verlassen und hier ist tatsächlich... Na, tut sich noch nicht so viel... Doch, okay, doch. Da tut sich einiges. Aber ihr seht, wir haben wieder finanzielle Probleme hier in der Hauptstadt. Ihr seht, die Skyline, die ist einfach krass. Zwei Flughäfen. Ja. Maßlose, was?
Mooslose Sims maßlos enttäuscht. Hohe Besteuerung. Ja, sorry Leute, aber irgendwo muss das Geld ja herkommen. Wenn wir hier mal unseren Bäume-Trick anwenden, was kommt dann? Haben wir hier schon den Bäume-Trick angewandt? Ja, seht ihr das? Da passiert gar nichts. Also wir haben hier tatsächlich schon den Bäume-Trick angewendet. Ja, wobei, da kommen ein paar Skyscraper kommen da noch. Oh, das Ding da sieht schick aus. Das Ding hier sieht schick aus. So, dann sind wir auch mal wieder in der Hauptstadt. Tower Bottom. Ah, und die Nachfrage ist wieder nicht schlecht, muss ich sagen. Ui. Ui, 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 ui. Ja, wir müssen hier mit den Finanzen aufpassen. Das ist einfach... Irgendwas frisst hier extreme Kosten. Ich glaube, die Bildung. Wenn wir die Bildung mal ein bisschen runterschrauben. So, da ist wieder ein Geschenkchen da oben. So. Lohnt sich das schon, hier weiterzubauen? Ich meine, hier sind ja noch einige Gebäude verlassen. Lange Pendelstrecke. Ja gut, aber jetzt haben wir Herstellungs... wir brauchen Herstellungsindustrie. Das heißt... Wir müssen nochmal in die Herstellungsstadt springen. Industriestadt. Welche war das? Das war doch Hightech-Industrie. Oder? Ist das Hightech-Industrie? Das sieht mir nach Hightech-Industrie aus. Ja, das ist Hightech-Industrie. Falsche Stadt. Sorry, falsche Stadt. Raus hier. Wo ist denn jetzt her? Hier die. Die war es doch, ne? Herstellung. Oder? Ja, genau. Touristen. In der Industriestadt. Ist klar. Wer will denn schon hier Urlaub machen? Also wirklich. So. Ach ja. Dann reißen wir aber die ganzen verlassenen Digger hier ab. Warum kommt hier keine Herrsch... Ah, ich wollte schon sagen. Da kommen sie doch. Kommt der ja los, ich brauche euch hier. Herstellungsbetriebe. Das war ein Arsch voll, brauchen wir. Schaut euch das an. 40.000 fast. Mein Gott. Aber in Ordnung. Das hier sind auch fette Betriebe schon, ne? Radab-LKW-Teile. 504 Jobs und das reicht immer noch nicht. Was sind das für Bidi-Ding hier? Lagereinheit. Ah, okay. Ah, da sind wieder einige Gebäude verlassen hier. Die müssen wir tatsächlich abreißen, weil die nicht wieder bevölkert werden. Das ist ein Geschenkchen. Direkt weg. So. Hier ist einiges an Schwerindustrie. Aber die Herstellungsindustrie braucht immer sehr lange, bis die sich ansiedelt, habe ich das Gefühl. Deshalb würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir... das ist die Supportstadt, ne? Dass wir hier mal... Ah, hier mal eine neue Herstellungsstadt machen. Genau. Das ist doch gar keine schlechte Idee. Dann machen wir hier mal eine Verbindung hierhin. Und dann einmal eine Verbindung hierhin. So, genau. Wir brauchen natürlich wieder Bewohner und bisschen was am Gewerbe. Aber ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir hier nur Industrie. So, weil, wie ich schon gesagt habe, ich glaube zu wissen, dass Herstellungsindustrie Nachfrage nach Büros fördert. Und deswegen springe ich da auf den Zug auf mit der Herstellungsindustrie. So, dann machen wir mal die Wasserpumpe, am besten sehr weit weg, damit nicht wieder die Umweltschützer ankommen und die Wasserpumpe trockenlegen.
auch direkt hier sagen. Wasser. Wasser, Wasser. So. Alles klar. Egal. Das passt schon so. Das ist ja nur die Straße, die da nicht bewässert ist. So. Ja, das passt. So, und dann kann die Herstellungsindustrie bitte hier hinkommen. Ja, ich habe doch schon Industrie. Achso, Steuersatz für Hightech-Industrie muss hoch. Ganz wichtig. Boah, was ist das denn? Kohlemine. Ach, das ist so eine Kohlemine, genau. Ja, cool, Mensch. Ablehnen. Dann haben wir jetzt tatsächlich hier schon 40.000, oder was? Wie viele Jobs bietet die Kohlemine? 200. 200. Ja. Haben wir wirklich 40.000 Herstellungsjobs gerade eben generiert? Oh, was kommt da? Ah. Okay. Gut. War das schon? Ne, 7.000. Naja, gut, okay. Dann gucken wir noch mal ein bisschen in der Hauptstadt rum. Und wenn das jetzt nicht fruchtet, dann würde ich sagen, machen wir weiter unsere Vororte. Aber es scheint zu fruchten. Doch, doch, schaut euch das an. Aber wir brauchen hier auch mehr Einwohner. Wir wollen doch keine reine Bürostadt hier haben. Wartet mal, mach mal hier bisschen die Steuer hoch bei Gewerbe. So, vielleicht, dass wir da ein bisschen mehr verdienen. So. Bandagenblues. Ach, ihr nervt mich wirklich. Bandagenblues. Wo denn jetzt? Hier schon wieder. Ihr habt's aber auch hier, ne? Kann das sein, ihr habt's hier? 4.200, 4.100. Es sind sehr viele. Alter. Sehr viele Leute, die hier medizinische Behandlung brauchen. Ist halt schon sehr krass. So. Dann macht das so. Einfach ein drittes Krankenhaus hier hin. Hallo? Hört ihr mal auf zu protestieren? Ich habe euch ein drittes Krankenhaus hier hingestellt und noch zwei kleine. Ja, danke. Danke. So, wunderbar. Tatsächlich. Schwerindustrie, oha. Aber Schwerindustrie möchte ich eigentlich nicht so draufsetzen. Schon wieder! Ärztestreik hier, ey. Na gut. Ist halt so. Naja, würde ich sagen, reiße ich hier einfach die Parks ab. So, dann haben wir auch mal ein bisschen uns hier um unsere Hauptstadt gekümmert. Dann gehen wir gleich wieder zurück in die Vororte. Genau, das ist nämlich unsere Hauptstadt, genau. Aber ich befürchte tatsächlich, dass wir wirklich... Könnt ihr aber aufhören, ich habe euch hier drei Ärztezentren hingestellt. Doch mal auf, Mensch. Na gut, egal. Ist mir jetzt erstmal tatsächlich egal. Weil ich habe die Befürchtung, dass wir die Hauptstadt sowieso neu starten müssen. Weil ihr seht, dass ne, viele Gebäude sind tatsächlich platt, also kaputt. Beziehungsweise werden nicht benutzt. Und das ist echt schade. Und wir scheinen das auch gerade hier tatsächlich zu verlieren, so ein bisschen. Weil die Bildung ist schon unten. Aber trotzdem sind die Kosten zu hoch. Jetzt wieder ein Geschenkchen. So. Aber nee, dann würde ich sagen, mach mal die Vororte beim nächsten Mal weiter. Es war jetzt ein Versuch mit Hauptstadt. Ne? Und dass wir die irgendwie weiterkriegen, aber es geht ja nicht weiter. Die bauen zwar neue Gebäude auf, aber trotzdem sind die verlassen, komischerweise. Ich weiß nicht, warum.
aufgrund geringer Nachfrage verlassen. Mittleres Gewerbegebiet. Oh shit, und schaut euch das mal an hier. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Finanzen. Wir haben kein Geld mehr. Scheiße, wir haben kein Geld mehr. Können wir irgendwas bauen? Casino, ja komm. Casino, das bringt nochmal 300 im Monat ein. Ja, 300, okay. Aber wir müssen die Steuern erhöhen. Das sind schon sehr niedrig, die Gewerbesteuern. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Verdammt. Die Kosten sind halt auch extrem, ne? Stadtverordnung habe ich schon keine mehr. Nachbarschaftshandel. Können wir da vielleicht irgendwas wassermäßig irgendwie und energiemäßig? Nachbarschaftshandel, Energie runter. Soll das vielleicht hier so machen? Geht das? Ja, aber 4000. Wir brauchen 4000. Tut mir leid, ich muss die Gewerbesteuer erhöhen. So, jetzt sind wir wieder auf einem guten Dampfer, aber ich befürchte, dass da die Gewerbeunternehmen flöten gehen. Oder? Oder? das ist ein Wohngebiet. Ach, okay. Ja, krass. Ja, Gewerbe nach. Ah, aber jetzt ist Einwohner. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt wiederum gar nicht, dass jetzt hier wieder so eine krasse Einwohnernachfrage ist. Ah, die fahren. die fahren raus, ne? Ja. Okay. Da werden jetzt halt Bürotürme. Ja. Nicht nachgefragt. Aber Einwohner werden nachgefragt weiterhin. Reiche Einwohner. Gut, dann haben wir ja zumindest den Finanzkollaps hier schon mal abgewendet. Gut, dann da wir auch über die 30 Minuten sind, würde ich sagen, beenden wir mal hier die Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu einem meiner Discord-Server. Zu meinem Discord-Server. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.